Freut mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ist ja irgendwie letzter Track und so, da fahren ja schon mal gerne Leute nach Hause. Also mein Name, wie du schon gesagt wurde, ist Patrick Cornelissen. Ich habe hier in Bonn Informatik studiert, bin mittlerweile selbstständig, wie man irgendwie an dem Logo unschwer erkennen kann auch. Ich bin Softwareentwickler, Coach, Trainer, sowas in der Art. Bin im Wesentlichen Java-Mensch, habe noch so eine dunkle PHP-Vergangenheit, die mich ab und zu mal einholt. Versuche ich ein bisschen von wegzubleiben, klappt nicht immer. Ich bin ein großer Freund der ganzen agilen Bewegung, jetzt mal frei von einer festen Methode, das hat ja alles seine Vor- und Nachteile. Und wie man an diesem Talk unschwer erkennen kann, bin ich auch ein großer Verfechter der Software-Craftsmanship-Bewegung. Finde ich eine super Sache. Dazu haben wir auch in Düsseldorf die Softwerkskammer Düsseldorf gegründet und so. Das ist im Endeffekt eine User-Group für Software-Craftsmen, könnte man sagen. Und Security ist auch noch eins meiner Themen, was ich irgendwie gerne zwischendurch bestreite. Da hatte ich gestern auch schon mal einen Talk zu. Der wurde leider nicht aufgenommen, den kann man nicht mehr nachgucken. Mich kann man mieten. Also orchid.de, wenn man irgendwie was möchte von mir. Da kann man alle Kontaktdaten auch finden. Was machen wir jetzt? Wenn der Talk zu Ende ist, sollte jeder wissen, was Software Craftsmanship ist, wo das herkommt und was einem das selber bringt. Zumindest wäre das so mein Ziel. Dann fangen wir doch mal an. 1992 hat Jack Reeves irgendwie so einen Artikel geschrieben, What is Software Design? Der wurde irgendwie einmal gedruckt und auch ist noch online irgendwie zu kriegen, wenn man nach seinem Namen und What is Software Design sucht. Und da hat er schon mal geschrieben, dass der Unterschied zwischen Craft und Engineering halt was mit Erfahrung zu tun hat und so, die einen in die richtige Richtung leitet und solche Geschichten. Und das Software Development einfach doch irgendwas mit Handwerk zu tun hat, weil für Engineering muss ich einfach sehr genau die Rahmenbedingungen kennen und solche Geschichten. Das ist eigentlich ja bei Softwareentwicklung nicht so, wenn wir mal ehrlich sind, wenn man sich mal anguckt, wie gut die Leute schätzen können oder wie gut man von vornherein ein großes, komplexes System bauen kann, was dann natürlich genau so kommt. Wenn man irgendwie Brücken bauen müsste, wie man Software baut, dann würden die sehr komisch aussehen wahrscheinlich. Das liegt daran, dass Brückenbauen einfach viel, viel älter ist und Leute das viel besser begriffen haben und die Mechanik kennen. Das ist bei Software eigentlich nicht so richtig so. Meistens. Na, wenn es komplex wird, wird es schwierig. Ja, ich denke da so an Brücken, bei denen man dann vergisst, dass in dem Flug, der da rüberfährt, auch Menschen sitzen. Ja, gut, geschlammt wird überall. Das möchte ich jetzt, also. Also, sorry. Also, wenn ich an die Ältere und die denke, Architekten auf dem Bau arbeiten die auch nicht sehr gut. Alles sehr dynamisch und sehr kaum. Ja, aber sag mal, die konnten schon von vornherein relativ gut planen, was sie denn irgendwie haben wollen, konnten viele Sachen berechnen und sag mal, gesetzt im Fall, die Leute bauen das richtig, das ist natürlich immer da, gesetzt im Fall, dann wird das auch halten, weil die wissen genau, der und der Stahl hält, dient die Belastung aus. Das ist für viele Codestellen nicht so richtig möglich, so exakt zu argumentieren. Ein bisschen später gab es dann natürlich das Design Pattern Buch der Gang of Four. Das ist irgendwie auch schon richtig cool, weil das gab den Leuten dann auch mal so einen Werkzeugkasten an die Hand. Man musste nicht immer irgendwie die Probleme x-mal auf eine andere Weise angehen, sondern man hatte im Prinzip einfach so ein Nachschlagewerk, wenn ich irgendwie das und das machen möchte und die in die Rahmenbedingungen habe, kann ich das und das machen. Das war schon mal nicht schlecht. Habe ich das Foto rausgekramt, ich lese die Leute jetzt mal nicht vor, die meisten kennen das ja wahrscheinlich schon. Buch gibt es natürlich irgendwie bei Amazon. Ich habe immer versucht, die Links übrigens dazu zu schreiben, wenn jemand dann das Buch kaufen möchte, die Folien, also es sind auch keine Links, wo ich irgendwie was abkriege oder so, ne? Das sind ganz normale Verkaufslinks. Die Folien stelle ich hinterher auch online übrigens, hier zum Talk, also bei Programmen frostcon.org, den Talk raussuchen, irgendwie spätestens morgen sollten sie drin sein. 1996, Extreme Programming, ne? Man sieht, der ist ja sehr extrem am Programmieren. Da gab es irgendwie bei Chrysler das C3-Projekt, hieß das. Das war irgendwie so ein Abrechnungssystem für die ganzen Chrysler-Mitarbeiter. Da wurden sehr viele Techniken entwickelt, die dann Ideengeber oder auch wirklich dann konkret hinter dem Agile Manifest zum Beispiel aufgetaucht sind. Die haben so lustige Sachen gemacht wie Test-Driven Development, Continuous Integration, Test-First Development, Acceptance-Tests. Die haben refactored, was das Zeug hält. Die haben so Sachen sich überlegt, wie Optimierung so weit wie möglich rauszögern und solche Geschichten. Sehr, 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 sehr viele Sachen, die man heute auch in verschiedensten
Mythologien oder was auch immer dann auch wiederfindet. Das waren dann irgendwie Leute wie Kent Beck, den kennt man ja schon mal, Ron Jeffries, Martin Fowler und so, die waren da in diesem Projekt drin. Das war also irgendwie, war bestimmt ein sehr cooles Projekt, wäre ich gerne dabei gewesen, aber ich glaube, da war ich auch noch irgendwie noch in der Schule. 1999, The Pragmatic Programmer, habe ich jetzt irgendwie vor 2 Wochen noch im Urlaub gelesen. Sehr cooles Buch von Andrew Hunt und David Thomas. Man sieht auch schon so ein bisschen diesen Craftsmanship-Ansatz, den er hier so drin hat. Er schlägt dann auch im Prinzip so ein Modell vor, wenn ich irgendwie programmiere, dann muss ich ja irgendwie ein bisschen Erfahrung sammeln. Da gibt's, also er hat dann Analogien auch zu diesem Handwerksmodell im Endeffekt geliefert, dass man sagt, okay, eigentlich fange ich ja so als Lehrling an, muss so ein bisschen üben und dann irgendwann bin ich Geselle und habe im Prinzip meine Ausbildung abgeschlossen und so irgendwann. Und irgendwann, wenn ich ganz, ganz toll bin, dann bin ich irgendwie Meister. Genau, also er hat da mehrfach auch schon auf diesen Software-Craftsmanship-Kram halt hingewiesen. Das Buch an sich ist meiner Meinung nach sehr lesenswert. Da sind natürlich Sachen drin, die mittlerweile veraltet sind. Gut, das Ding ist halt von 99, die Welt dreht sich weiter, aber dennoch sehr, sehr, sehr lesenswert, finde ich. Nicht den Dings, so. 2001, ja, hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen, das Agile Manifest. Ich will jetzt nicht groß drauf eingehen. Im Endeffekt ist es ein sehr wichtiges Ding, wie ich finde. Aber wie man sieht, ist eigentlich der Fokus noch so ein bisschen auf der Organisation der Arbeit. Da ist irgendwie ne, Responding to Change und so, das ist alles so, wie kriege ich meine Arbeit, was mache ich mit dem Kunden? Klar, irgendwie Working Software over Comprehensive Documentation ist so ein bisschen so, hey, ich muss auch was tun. Aber im Wesentlichen geht es da meiner Meinung nach mehr ums Zwischenmenschliche. Das sind halt mehr so die Soft Skills. Im selben Jahr kam dann von Pete McGreen das Buch Software Craftsmanship, The New Imperative raus. Das ist ein bisschen dünner. Die Kernaussage ist, lass uns doch erstmal Softwareentwicklung als Handwerk voranbringen und wenn wir da irgendwie weiter sind, dann können wir ein bisschen über Software Engineering reden. Da hat sehr, sehr viele Sachen drin wie man soll stolz sein auf seine Arbeit und solche Geschichten. Das ist sehr, sehr cool. Manchmal wiederholt er sich ein bisschen, aber gut, er musste ja irgendwie auch sein Buch füllen. Ich glaube, wenn er sich ein bisschen zusammengerissen hätte und das effektiver geschrieben hätte, wäre das Buch zu klein gewesen, dann kriegt er nicht genug Geld dafür wahrscheinlich. Aber auch sehr cool, kann man irgendwie in 2 Tagen locker durchlesen, vielleicht 3, wenn man ein bisschen langsamer liest. Sehr nett. Eine lustige Sache, 2001 hat Peter Norvig in seinem Blog irgendwas geschrieben, Teach Yourself Programming in 10 Years. Weil das war auch so eine Welle, wo diese ganzen Bücher rausgekommen sind. Hier irgendwie SQL in 10 Minuten, Java in 21 Tagen oder in 24 Stunden. Natürlich, dann bin ich der Meister Java-Programmierer in 24 Stunden. Das ist natürlich totaler Quatsch. Man kann vielleicht die Syntax kennen, man kann vielleicht auch einfache Programme schreiben, aber das hat natürlich mit Programmieren, also mit richtigem Programmieren, so wo man auch was mitmachen kann und so, natürlich nicht viel zu tun. Da muss man einfach üben. Man muss irgendwie viele, viele Jahre irgendwas machen. Und da hat er dann halt irgendwie ein paar Sachen aufgeschrieben, wo er sagt, okay, damit kommt ihr wirklich weiter. Und zwar get interested, program, also tu wirklich was, rede mit anderen Kollegen, arbeite mit anderen zusammen und lese fremden Code. Das ist irgendwie ein sehr cooles Rezept und damit kann man auch wirklich weiterkommen, wenn man wirklich mal was tun muss. Das sind Sachen, die wurden dann später aufgegriffen. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zu. Ein paar Jahre später, eigentlich gibt es eine relativ große Lücke, ich wurde noch auf Code Complete hingewiesen, das habe ich nochmal nachträglich reingemacht. Okay, Microsoft Press, das möchte man mir jetzt verzeihen. Da ging es dann auch nochmal so ein bisschen um ja, Minimum Complexity, Maximum Creativity und solche Geschichten. Refactoring hatten sie drin, Construction Practices wollten sie irgendwie ein bisschen promoten. Fand ich jetzt irgendwie, ich habe noch mal reingeguckt ins Buch, hat mich jetzt nicht so umgehauen. Aber sonst wäre so eine große Lücke gewesen, dachte ich, pack das mal mit rein. 2008, Robert C. Martin, Uncle Bob auch genannt, hat dann irgendwie seine Cash Cow so ein bisschen geboren. Damit tourt er jetzt immer noch durch die Gegend.
Eine Firma ist irgendwie Object Mentor und bei 8 Slide, die werden wir später nochmal sehen, ist er irgendwie auch drin. Sein Fokus in diesem Buch ist einfach, ich muss handwerklich anständig programmieren. Ich muss sauberen Code machen, ich muss wartbaren Code machen. Da sind entsprechende Prinzipien drin, die man behandeln sollte. Es ist einfach ein sehr, sehr cooles Buch. Das sollte man eigentlich gelesen haben, wenn man kommerziell wirklich Software im größeren Stil schreiben möchte, weil das ist ein Thema, also da sind Sachen drin, wo man natürlich oft irgendwie sagt, ja klar, macht man, ne? Warum sollte man da irgendwie irgendwelche Sachen falsch machen? Da sind viele Sachen drin, wo man denkt, okay, habe ich vielleicht in der Form noch nicht gesehen. Lohnt sich. Na gut, man sieht mich nicht auf dem Bild. Ich habe das nämlich selber fotografiert und hier auf dem Screen sieht man mich in der Spiegelung. Auf dem Screen sehe ich gerade. 2008 gab es dann halt die Agile Conference in Toronto und da hat er dann gesagt, der gute Onkel Bob, Craftsmanship over Crap. Das wäre irgendwie ein fünfter Punkt fürs Agile Manifest, was er sich wünschen würde. Das ist natürlich jetzt irgendwie nicht so publikumswirksam, deswegen hat er gesagt, nein, Craftsmanship over Execution meine ich natürlich. Im Wesentlichen geht es natürlich wieder ein bisschen um seinen Clean Code. Man soll einfach handwerklich guten Code schreiben, anstatt nur funktionierenden Code zu schreiben. Ich meine, ich kann irgendwie irgendwas hinrotzen, das funktioniert, das macht auch wahrscheinlich das, was es irgendwie soll, laut Kundensicht. Aber langfristig bringt das wahrscheinlich dem Projekt oder dem Produkt auch nichts, weil ich irgendwie Crap dahin geschrieben habe, der nicht wartbar ist zum Beispiel. Dezember gab es dann ein Craftsmanship Summit, nannte sich das. Da haben die halt bei 8 Slide getroffen. Das ist die Firma, die gehört Paul Bagel und Mika Martin. Das ist irgendwie der Sohn von Onkel Bob. Und da haben sich halt irgendwie so 35 Leute in Libertyville, Illinois zusammengesetzt und haben halt irgendwie über Software Craftsmanship geredet. Das muss ein sehr cooles Treffen gewesen sein. Leider gibt es wenig Aufzeichnungen, wer zum Beispiel genau da war und so. Da habe ich irgendwie lange recherchiert, aber wenig gefunden. Schade, weil das ist eigentlich so eine der Geburtsstunden dieser richtigen Bewegung, wo es dann auch wo Leute gesagt haben, okay, lass uns das mal ein bisschen evangelisieren und mal ein bisschen rausgehen und die Leute auch mal ein bisschen wachrütteln und sagen, komm, arbeite mal richtig. Das Resultat war, dass Software Craftsmanship Manifesto. Man sieht hier im Prinzip immer einen Teil aus dem Agile Manifest und daneben dann das, was sie dazusetzen. Ich will jetzt gleich da nicht groß drauf eingehen, weil wir das später nochmal machen. Ich wollte es nur mit aufnehmen, weil es so schön gemacht ist. Im Gegensatz zum Agile Manifest kann man hier sich irgendwie unten drunter auf der Seite noch mit eintragen. Da waren jetzt irgendwie im Juni 9.191 Leute, die da unterschrieben haben aus aller Herren Länder. Ich bin irgendwo auch da drin, aktuell so in der Hälfte irgendwo. Das ist leider ein bisschen kurz natürlich, ne? Das sind immer nur so Schlagwörter und im Gegensatz zum Agile Manifest ist auch nicht so richtig viel Metainformationen dazu. Ich hoffe, das werden die irgendwann nochmal ein bisschen nachlegen. Aber jetzt machen wir erstmal mit der Chronologie weiter. April 2009 gab es einen Craftsman Swap. Das geht so ein bisschen wieder auf diese Handwerkertradition zurück. Da ist ja auch irgendwie, wenn man zum Beispiel auf der Walz ist irgendwann und dann fertig ist, dann rennt man hier irgendwie von Shop zu Shop und arbeitet dann irgendwie für Brot und Bett irgendwie bei einem anderen Schreiner oder so und lernt da so ein bisschen, wie der andere das macht. Das wollten die dann auch tun, haben dann den Juristen sehr viele schlaflose Nächte bereitet, weil wenn jetzt euer Typ bei uns irgendwie arbeitet und der da hinten, dann müssen wir NDAs haben und dann müssen wir gucken, dass das alles passt und so. Aber dann kam irgendwann so ein Vertragswerk raus, das haben dann irgendwie alle unterschrieben und das ist irgendwie Jim Sachi und das ist irgendwie Jake Scruggs. Ich hoffe, ich butcher die Namen von denen jetzt nicht komplett. Optivia ist irgendwie auch eine andere Firma, die sind auch da alle in Illinois. Und Corey Haynes half irgendwie bei der Organisation, den werden wir gleich auch nochmal sehen. Der hat das so wirklich gemacht. Der war irgendwann fertig und hat gesagt, so, ich gehe jetzt mal auf die Walz. Und ist dann wirklich ein Jahr durch die USA gezogen und hat gesagt, okay, du Firma, ich komme jetzt zu dir, ich bin Top-Programmierer. Ich möchte keinen Lohn, ich möchte einfach nur was zu essen und eine Unterkunft. Und die Unterkunft war üblicherweise dann bei einem Mitarbeiter. Das heißt, der ist dann irgendwo einquartiert in einen freien Raum, hat dann irgendwie genächtigt für ein paar Wochen und ist dann irgendwann weitergezogen. Sehr coole Sache, wird vermutlich kaum einer machen, aber die Idee finde ich nicht schlecht.
Im Mai 2008 kam dann Enrique Comba auf die Idee, sich so ein kleines Moleskine-Notizbuch zu nehmen. Ich weiß nicht, ob es genau das ist oder nur ein Foto. Das ist das, was zu diesem Wandering Book halt durch die Gegend geistert. Und hat es einfach an irgendwelche Leute geschickt, die halt aus dieser Craftsman-Bewegung halt stammten, und hat gesagt, okay, lass das ein bisschen bei dir und schreib irgendwelche Gedanken auf, die du hast. Es ging darum, halt diesen Zeitgeist so ein bisschen einzufangen. Das hat auch ganz gut funktioniert. Das ist so bis irgendwie Mitte 2010 so schön durch die Gegend geschickt worden und dummerweise ist es irgendwo weg. Wahrscheinlich wird irgendwann so in 10, 20 Jahren einer kommen und sagen, ich hab's. Und wird das irgendwo bei was ich wo reinstellen und richtig viel Geld dafür kriegen. Aber gut, sollte jemand zufällig dieses Buch bei sich liegen haben, bitte weiterschicken. Also auch die Welt da vorne, die zuguckt. Ne? Wäre doch schön, wenn es weitergehen würde. Ja, im Oktober 2009 kam dann auch ein Buch Apprenticeship Patterns raus. Das gibt es übrigens auch hier bei O'Reilly für lau zum Runterladen als E-Book. Das ist so ein bisschen mehr so Meta-Buch. Da geht es dann wirklich darum, so, was habe ich denn so, was muss ich für Verhaltensweisen an den Tag legen, zum Beispiel um selber als Lehrling zum Beispiel besser zu werden. Da geht es dann wirklich so um, keine Ahnung, wie lerne ich irgendwelche Sachen oder wo gehe ich hin und so. Das ist so ein bisschen fluffy, aber ja, kann man sich mal angucken. Zack. Ein bisschen später gab es dann die Software Craftsmanship Konferenz in Nordamerika und das war so die erste Konferenz im Wesentlichen, die sich halt nur um dieses Thema gerankt hat. Im Mai irgendwie 2009 hat irgendwie Adiwale Oshine, ich weiß nicht, wie man den Mann ausspricht, hat irgendwie ein Software Craftsmanship Seminar in London mal abgehalten. Also irgendwie schienen schon die Leute langsam zu motivieren. Und im Dezember wurde sogar die erste Craftsmanship Community außerhalb der USA gegründet, und zwar in Israel. Das ist halt irgendwie deren Symbol. Warum das jetzt ausgerechnet Israel war und nicht irgendwelche anderen Länder, finde ich etwas merkwürdig, weil ansonsten hört man irgendwie von denen nichts. Das mag an der Sprachbarriere liegen. 2010, ja, da gab es natürlich dann wieder eine Software Craftsmanship Konferenz, dann gab es dann auch die eine andere Software Craftsmanship Konferenz in Bletchley Park und es gab sogar noch einen weiteren Craftsmanship Swap, diesmal zwischen Optivia und Relevance. Das ist irgendwie auch so eine Software-Schmiede, auch da hinten in der Ecke. Denen scheint es also so gut gefallen zu haben, dass sie es nochmal gemacht haben. Und das hier ist irgendwie das Symbol der Londoner Software Craftsmanship Community, die es dann da auch gebildet hat. Also so langsam nahm das Ganze Formen an. 2011, auch Deutschland wacht auf. Da gab es die Socrates zum ersten Mal. Das ist die Software Craftsmanship and Testing Konferenz. Die ist jetzt dieses Jahr auch schon wieder gewesen. Und das ist dann halt im Endeffekt das Äquivalent zu den amerikanischen Konferenzen. Und bei der ersten Konferenz haben die Leute sich zusammengesetzt und gesagt, ja, super Sache. Wie treiben wir das Thema jetzt in Deutschland vorwärts? Und haben dann die Softwerkskammer gegründet. Das heißt jetzt nicht, dass wir die Handwerkskammer sind in Anders oder so. Das ist im Wesentlichen einfach nur eine User Group. Das ist so wie, keine Ahnung, eine Jack oder sowas. Nur halt für Software Craftsmanship. Da gibt es halt dann unter softwerkskammer.de, das ist mehr oder weniger so die Dachseite. Und dann gibt es entsprechend Regionalgruppen. Wir haben in Düsseldorf, habe ich halt eine mitgegründet oder war irgendwie bei der Gründung dabei, wie auch immer. Und dann gibt es irgendwie in Socramob, gibt es die Leute, das ist dann irgendwie Osnabrück, Bielefeld und Münster. Und dann gibt es irgendwie in Berlin gibt es eine, in Stuttgart gibt es welche, in München gibt es welche und so. Das ist also einfach hier mal auf die Seite gehen, da suchen wir gerade noch irgendwie ein anderes System. Wir sind mit dem nicht so glücklich, aber einfach mal drauf gehen und gucken. Und vielleicht, wenn man sagt, okay, ich fühle mich interessiert in einem Thema und möchte da irgendwie Leute zusammenrufen, kann man vielleicht auch mal eine eigene Community gründen. Bei uns fängt das erstmal als Stammtisch an. Viel einfacher wird es nicht. Man sagt einfach nur, okay, ich setze mich hier am so und so vielten um 9 Uhr in die Kneipe so und so, wer Bock hat, kommt, und versucht dann diese Nachricht möglichst weit rauszutragen. Und schon hat man unter Umständen was laufen. Also nur keine Scheu, das klappt ganz gut. Im Dezember 2011 gab es den Global Day of Code Retreat. Toller Name. Wie man sieht, passierte da irgendwas an ganz vielen Stellen, aber Code Retreat kennt irgendwie keiner. Was ist das? Ich nehme mir irgendwie ein Problem und
versuche dieses Problem meistens im Pair-Programming mit oft testgetrieben in 45 Minuten irgendwie zu erledigen. Und hinterher schmeiße ich es weg. Dann rede ich mit allen Leuten darüber, wie meine Erfahrungen gewesen sind. Und dann fange ich nochmal von vorne an. Und das macht man halt irgendwie 6-7 Mal am Tag. Das ist meistens immer so ein Samstag üblicherweise, wenn man die regulär organisiert. Und man ist auch irgendwie sprachenneutral und solchen Geschichten. Das ist also irgendwie, zum Beispiel, wir organisieren jetzt einen am 1.9. In Monheim bei der InnoQ in den Geländen, also im Gebäude. Und da sind übrigens noch Plätze frei. Also wer möchte, kann mich gerne anschreiben. Ich gebe da nochmal die URL raus. Ich habe dummerweise vergessen, die hier drauf zu packen. Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Das ist ein sehr lustiger Tag. Also Essen wird gesponsert üblicherweise. Man muss nichts bezahlen, man geht da einfach hin, opfert einen Tag Zeit und hat am Endeffekt sehr viel gelernt. Warum will ich sowas machen? Ich lerne zum Beispiel Test-Driven Development mal, weil ich meine, im normalen Leben, Projektstress, Projektmanager steht hinter mir. Da habe ich keine Zeit, mal eben TDD zu lernen, weil am Anfang ist man natürlich langsamer. Und hier hat man wirklich die Möglichkeit, von anderen zu lernen. Man guckt ja auch jemandem über die Schulter, wie macht der das denn? Man lernt ein bisschen seine IDE-Shortcuts kennen oder lernt neue Tools kennen und so. Einfach eine sehr sinnvolle Sache und bringt einen dann handwerklich auch irgendwie nach vorne. Ich kann in sehr viele Sachen reingucken, ich kann mit anderen Leuten reden und so. Und das haben die halt an diesem Tag gemacht. Das waren dann irgendwie, na, gehst du weiter? Das waren halt 2200 Entwickler, die an diesem Tag das halt gemacht haben, innerhalb von 32 Stunden insgesamt, über 90 Städte verteilt. Und die haben dann halt irgendwo da angefangen. Und, die haben da angefangen, ne? So rum geht das. Auf jeden Fall haben sie an einer Ecke der Welt angefangen. Und morgens, dann haben sie irgendwie Videokonferenzen gemacht, immer zwischen den verschiedenen Orten. Und dann haben dann quasi ein Handoff gemacht. Und während die Zeit halt weiterging, fingen dann irgendwann die anderen Leute an. Und dieser Corey Haynes hat das Ganze organisiert. Der ist auch beim ersten Code Retreat dabei gewesen, hat den mitorganisiert, hat sich dann ins Flugzeug gesetzt, ist über die Datumsgrenze gehüpft auf die andere Seite und hat dann da den letzten auch noch moderiert. Sehr coole Sache eigentlich. Und das war irgendwie so am, ich glaube auch 6. oder 8. Dezember oder sowas 2011. Sehr witzig, also diese Karte, diese Google Map-Ding ist auf der coderetreat.org Seite auch, da kann man ein bisschen reinzoomen, wenn man möchte, zum Beispiel gucken, was dann so in Deutschland abgegangen ist. Da war zum Beispiel Münster dabei, also die Sokramob. Ich glaube, das war in Münster oder in Osnabrück. Dieses Jahr gibt es auch wieder einen, am 8. Dezember, da werden wir versuchen, in Düsseldorf auch einen zu organisieren, da werden die anderen Gruppen auch mitmachen. Das ist bestimmt eine lustige Sache. Und der Corey Haynes versucht auch, sich überall zwischendurch mal einzuklinken und auch mal Hallo zu sagen. So, das war jetzt irgendwie ganz viel Zeitreise. Worum geht es jetzt eigentlich? Irgendwann springt es ja auch weiter. Schauen wir uns diese Werte, die wir vorhin in diesem Manifest hatten, noch einfach mal kurz genauer an. Not only customer collaboration, but also productive partnerships stand da. Im Endeffekt, natürlich muss ich mit dem Kunden zusammenarbeiten, total wichtig. Aber unsere Aufgabe ist nicht nur das zu schreiben, was der Kunde uns gesagt hat, sondern das, was er gemeint hat. Wir müssen einfach versuchen, die Probleme des Kunden zu lösen. Und manchmal muss man ihm auch so ein bisschen auf die Sprünge helfen und so. Das sind Sachen, die wurden beim Agile Manifest so ein bisschen, nicht explizit formuliert, sage ich mal. Was dann auch dazu führt, dass es bei manchen Leuten einfach nicht auf dem Schirm ist. Not only individuals and interactions, but also a community of professionals. Natürlich ist es irgendwie wichtig, dass man miteinander redet und so, aber es geht auch nicht darum, dass ich nur innerhalb meines Projektes mit den Leuten rede. Ich muss nicht jemand anderen austauschen. Dafür gehe ich dann so Konferenzen wie der Frostcon oder mache dann irgendwelche Code-Retreats oder irgendwelche lustigen Mini-anderen Konferenzen oder sowas oder gehe zur WJAX oder so. Und solche Sachen bringen mich auch persönlich nach vorne, weil zum einen, wenn ich irgendwie einen Vortrag höre, wo jemand was geschrieben hat oder erzählt hat zum Thema, das und das ist total blöd, weil ich da und da auf die Nase gefallen bin. Super, die Erfahrung muss ich nicht mehr machen. Ich treffe mich irgendwie, gehe zur Rheinjack oder so und höre mir irgendwie einen Vortrag an. Das sind Sachen, da muss ich mich nicht drum kümmern, da kriege ich ein bisschen was erzählt, ich kann mich miteinander unterhalten. Super Sache. Hier, diese ganzen
User Groups, Konferenzen und solche Geschichten. Austausch ist natürlich keine Einbahnstraße. Ich muss jetzt nicht nur hingehen und konsumieren. Man macht dann sowas wie ich jetzt hier und überlegt sich halt irgendwie ein Talkthema und erzählt den Leuten einfach mal was. Während der Vorbereitung muss man sich sehr intensiv mit was auseinandersetzen und selbst das bringt mir was. Nicht nur, dass ich jetzt irgendwie dann vielleicht das Glück habe, dass jemand den Firmennamen von mir irgendwie behalten hat oder so, sondern das bringt mich einfach persönlich weiter. Zack. So. Not only responding to change, but also steadily adding value. Klar, ich muss irgendwie Code schreiben, den ich einigermaßen verändern kann, weil, wie wir immer alle wissen, so der Kopf ist rund, damit die Meinung die Richtung ändern kann. Kundenmeinung ändert sich sehr schnell. Natürlich muss das und das drin sein, das ist ganz wichtig. Fragt man 10 Minuten später, ist es irgendwas ganz anderes ganz wichtig? Und das andere ist, naja, komm, lass das weg. Und so, da muss ich Code schreiben, der irgendwie wartbar ist, der wandelbar ist. Damit das so ist, muss ich natürlich zwischendurch auch mal aufpassen, dass das nicht total vollmüllt, weil je mehr Änderungen ich irgendwie reinmache, die ich am Anfang nicht geplant hatte, da muss ich gucken, dass das Ganze zwischendurch mal sauber gemacht wird. Dazu helfen natürlich Design Patterns oder Clean Code Prinzipien, einfach wirklich handwerklich gut zu arbeiten. Ich meine, da sind dann immer so die Analogien so langsam zu Ende. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie ein Haus bauen möchte, kann ich nicht zwischendurch sagen, ach nee, mach doch mal hier eine Zwischendecke rein oder so. Das klappt manchmal, aber nicht immer. Das ist bei Softwareentwicklung dummerweise ein bisschen anders. Deswegen müssen wir einfach vorbereitet sein, damit umgehen können. Und nicht einfach sagen, oh, die Deadline und so. Einfach mal aufpassen und sauber arbeiten. So ein bisschen die Analogie kann man da wieder noch treffen. Wenn man Handwerker kennt, während der Ausbildung lernen ja so Sachen wie, du musst deinen Arbeitsplatz sauber halten. Oder zum Beispiel ein sehr guter Koch, wenn der irgendwo gearbeitet hat, ist die Arbeitsfläche hinterher immer noch sauber. Ein schlechter Koch, wenn der gearbeitet hat, sieht die Küche aus wie Sau. Das sieht man meistens, wenn man selber gekocht hat, dann ist das meistens eher so wie Sau. Zumindest bei mir. Aber ein guter Handwerker arbeitet eigentlich so, dass er zwischendurch immer wieder ein bisschen sauber macht, immer ein bisschen und dann zack, bin ich fertig und die Küche ist sauber. Das kann man bei Softwareentwicklung genauso machen. So ein bisschen artverwandt, not only working software, but also well-crafted software. Das ist fast eine Duplizierung. Wahrscheinlich haben sie es nur gemacht, damit sie zu jedem Punkt irgendwas anderes haben. Natürlich auch wieder die beiden Prinzipien. Ich muss einfach gucken, dass ich die Software auch gut schreibe, dass ich irgendwie keine gemeinen Abkürzungen nehme. Ich habe noch so ein bisschen, man könnte so ein bisschen Richtung Tools ziehen, also wenn ich irgendwie weiß, damit kann ich irgendwas drehen, ah super, drehen, das Ding kann auch drehen, hänge ich das mal da rein, so kriege ich keine Schraube locker und auch andere Sachen nicht festgezogen oder so. Man muss einfach seine Tools kennen, das hilft auch noch, gut geschriebene Software zu machen. Wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel gucke, meine IDE-Laufbahn zum Beispiel, ein beliebtes Thema, Eclipse, super, habe ich lange mitgearbeitet, irgendwann so, ah, doof. NetBeans, super, jetzt habe ich gerade ein Problem. Mittlerweile bin ich bei IntelliJ gelandet und muss feststellen, verdammt, das Ding ist wirklich um einiges besser, was zum Beispiel Refactoring angeht. Wenn man wirklich mal Java-Code refactoren möchte, muss, wie auch immer, und man dann plötzlich mal mit IntelliJ gearbeitet hat, dann ist man erstaunt, wie viel so ein gutes Tool einem auch helfen kann, gerade dann auch gut produzierte Software zu machen, weil wenn Refactoring wehtut, macht das keiner. Wenn ich ein Tool habe, was mir hilft, dann ist es natürlich wesentlich einfacher. Zack. Was man natürlich auch noch machen muss, ist üben, üben, üben. Boah, man kann sogar fast was erkennen. Als Softwareentwickler, ich kann mich sehr schnell als Softwareentwickler bezeichnen, sagen wir es mal so. Ich habe in der Schule schon programmiert, fand das total toll, habe mich damals, je nachdem, wer mich gefragt hat, auch schon mal als Softwareentwickler bezeichnet. Rückblickend würde ich sagen, ich konnte programmieren. Damit man wirklich gut wird, wie wir schon gesehen haben bei dem Learning Programming in 10 Years, ist, ich muss einfach sehr gut üben. Und zwar muss man auch mal Sachen üben, die vielleicht erstmal auf den ersten Blick langweilig sind. Wenn ich mir zum Beispiel überlege, Musiker, die spielen nicht nur auf Konzerten, vorher üben die. Und dann auch immer dasselbe Stück, immer, immer, immer wieder. Da ist ein bisschen so die Parallele dann zum Code-Retreat, wo ich dann zum Beispiel dasselbe Problemchen wie Conway's Game of Life oder so einfach dann 6 Mal auf verschiedene Arten und Weisen mache, wo ich dann irgendwie beim ersten Mal sage, okay, mach einfach mal, beim zweiten Mal probier mal deine Methoden unter 3 Zeilen zu halten, also unter
drei Befehlen untereinander zu halten. Und dann ansonsten muss er halt unter Methoden schreiben und solche Geschichten. Solche Sachen kann man einfach üben und die helfen einem natürlich jetzt irgendwie erstmal nichts, weil Methoden, drei Zeilen, das kann man im produktiven Betrieb doch gar nicht machen. Wenn ich mich aber ein bisschen an die Denke gewöhnt habe und dann irgendwann weiß, okay, komm, dann machen wir jetzt hier Extract Method und wieder die gute Idee, dann hilft das irgendwann auch, dann wartbaren Code zu schreiben, weil irgendwann fließt das dann auch in den produktiven Betrieb ein. Überlegt man sich zum Beispiel irgendwelche Martial Arts Leute, die stellen sich da hin und machen dann irgendwie lustige Sachen und man denkt sich, ja, wie will er denn damit kämpfen? Da ist doch gar keiner. Der macht immer nur die Bewegung. Gut, wenn er aber irgendwann die Bewegung machen muss, hat er die so oft gemacht, dass er nicht nachdenken muss. Und zack, hat man irgendwann einen hängen. Das möchte man da vielleicht nicht haben. Und im Endeffekt, als Programmierer sollte man genauso sein. Man sollte viele Probleme x-mal gemacht haben, vielleicht auf verschiedene Arten und Weisen. Und wenn ich dann wirklich vor diesem Problem stehe, kann ich es einfach runterrotzen. Ich weiß einfach genau, die Rahmenbedingungen, zack, 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 zack. Du musst nicht mehr nachdenken, mach keine Fehler oder hoffentlich wenig. Wie übe ich denn jetzt? Ja, das kann man irgendwie alleine machen. Da gibt es irgendwie Hobbyprojekte. Man macht irgendwie, ich wollte schon immer mal das und das machen und bastelt irgendwie rum in der IDE. Kommt meistens irgendwie nichts Lustiges dabei rum. Oder es gibt sogenannte Code-Katas. Jetzt fragt natürlich Code-Kata, hat das was mit Hobby-Kata zu tun? Nein, das ist dieses Symbol, was ich vorhin auch schon verwendet habe. Das sind diese kleinen Probleme, die auch bei diesen Code-Sheets gelöst werden. Das sind Probleme, die sind absichtlich relativ einfach von den Regeln her, aber haben dann irgendwie hin und wieder so kleinere Twists. Da gibt es dann irgendwie FIS-Bus, wo man irgendwie eine Zahl reingibt und dann kommt da mal FIS, mal Bus, mal FIS-Bus raus nach gewissen Regeln. Und sowas schreibt man dann zum Beispiel test-driven auf die verschiedene Art und Weise oder wie auch immer, oder irgendwie römische Zahlen generieren aus beliebigen Sachen oder das Game of Life von Conway, Anagramme bauen. Bowling Game ist auch sehr nett. Bowling-Regeln, so die Punkte. Ist eigentlich ganz einfach, denkt man sich. Ja, dann gibt es aber irgendwie, ich schmeiß irgendwelche Sachen, dann habe ich irgendwie, was passiert, wenn ich beim zweiten Ding alles abräume, dann gibt es lustige Punkte-Regeln, wenn ich irgendwie alles mit einmal abräume, gibt es verschiedene Regeln und so. Und da hängt so ein bisschen was dran, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann fallen einem gewisse Pattern auf. Potter finde ich auch total cool. Das ist irgendwie, das muss ich mal ein bisschen reproduzieren hier. Also die Harry Potter Bücher wurden da irgendwie genommen und da geht es, glaube ich, um den Preis oder sowas, der wird da irgendwie berechnet. Das ist ein sehr cooles Ding, da muss man mal nachsuchen. Hier gibt es irgendwie unter codingdojo.org, da unter diesem Link, gibt es einige Dinger, die man sich mal angucken kann. Und da habe ich hier noch diesen coolen Blog-Eintrag gefunden, Why Should We Do Code Katas, wo auch nochmal ein bisschen drauf eingegangen wird, also irgendwie in etwas längerem Geschreibe, warum denn Code Katas einem was bringen. Aber Quintessenz ist genauso wie bei diesen Martial Arts Geschichten, einfach x-mal üben und dann fallen einem viele Sachen doch einfach leichter mit der Zeit. Da gibt es auch ein nettes Tool, das nennt sich codersdojo.org. Das ist irgendwie von IT Agile gemacht worden. Und zwar ist das ein Webinterface, wo ich irgendwie sagen kann am Anfang, so, ich möchte irgendwie zum Beispiel FIS-Bus machen mit der und der Sprache und dann kriege ich irgendwie so ein Editor-Fenster und dann kann ich dann immer sagen, so, Schritt 1 ist fertig und das Ding führt dann Unit-Tests aus, die ich dann geschrieben habe. Das heißt, da geht es im Prinzip darum, einen so ein bisschen zu Unit-Tests und CDD zu verleiten und man sieht immer, oh, grün, dann machst du irgendeine Änderung, auch wieder rot, Änderung, auch grün, im Idealfall. Und das ist ganz cool, das gibt es auch zum Runterladen, das überwacht dann irgendwie das Dateisystem und führt dann irgendwie die Tests aus, wenn man irgendwie Save drückt. Für Leute wie mich ein bisschen blöd, also Steuerung S ist bei mir so ein Automatismus, das heißt, bei mir laufen immer nur die Tests durch. Und das Coole ist, das zeichnet die Schritte auf. Irgendwann sagt man, ich bin fertig und dann kann man die Sachen irgendwie auf codersdojo.org hochladen, man kriegt so einen lustigen Link und kann das jemandem schicken. Dann sage ich zum Beispiel, ja, ich habe das jetzt irgendwie mal das Anagramm-Ding gemacht und dann schicke ich es irgendwie zu Norbert und sage, hier, guck dir mal an, was ich da gemacht habe. Dann kann ich es angucken und kann wirklich Schritt für Schritt sehen, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht, der Test war grün, ich habe hier das und das Refactoring gemacht und kann dann hinterher zum Beispiel eine Manöverkritik geben. So, musst du mit TDD noch ein bisschen üben, mach doch lieber das und das zuerst oder du hast da irgendwie refactored, obwohl du rot warst, das geht ja gar nicht oder irgendwie sowas. Ist eigentlich ganz witzig. Man kann natürlich auch in der Gruppe üben, ne? Code-Retreats, dann gibt es irgendwie noch Coding-Dojos, das ist so ähnlich, das ist dann aber irgendwie, da sitzt dann irgendwie, da gibt es unseren Beamer, zwei Leute setzen sich hin und programmieren per TDD irgendwas und der Rest der Gruppe sitzt drumherum und guckt zu. Und da hat man natürlich so ein bisschen so
Gruppendruck, so, die gucken mir halt über die Schulter. Und wenn dann da irgendwie blöde Kommentare macht, muss der nach vorne oder nach irgendwelchen anderen Regeln. Und dann wird so ein bisschen durchgewechselt. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Sache. Klappt natürlich in so freien Settings nicht, weil die Leute unterschiedliche Programmiersprachen können. Aber zum Beispiel innerhalb von einer Firma ist das ganz sinnvoll. Alle schreiben irgendwie in Java. Dann ruft man halt so Leute wie mich an oder so und die kommen dann vorbei einen Tag und organisieren das und machen so ein bisschen Moderation. Und das bringt schon was. Das ist eine ganz coole Sache, ist auch so fürs Bonding vielleicht ganz nett innerhalb der Firma. Man verliert so ein bisschen die Scheu, auch von anderen den Code zu lesen. Und das ist eine sehr coole Sache. Das hier ist übrigens der erste Code-Retreat, bei dem ich gewesen bin. Das war irgendwie in Osnabrück, irgendwo da sitze ich. Da haben wir irgendwie Conway's Game of Life gemacht, wie man hier sieht. Da sind diese Regeln drauf. Sehr cooles Event von den Socrammob-Leuten. Wir machen das, alle anderen User-Groups organisieren auch solche Sachen. Sehr cool. Es gibt übrigens nicht nur Code-Retreats, die sich mit diesen Katas beschäftigen. Es gibt auch Legacy-Code-Retreats. Man hat da schon mal das Problem, ja, ich komme irgendwo hin, da gibt es schon ganz viel Code. Wie refactor ich jetzt das irgendwie oder wie komme ich da weiter? Und Legacy-Code-Retreats sind dafür da, da gibt es so vorgefertigte Problemchen, die man runterladen kann. Man kann sich auch was Eigenes schreiben, wenn man es vorbereitet. Und da geht es dann darum, mit gewissen Constraints diesen Code sauber zu kriegen. Das ist immer bei Code-Retreats, immer die verschiedenen Runden haben immer unterschiedliche Constraints. Und da ist dann irgendwie, man muss erst irgendwelche Tests schreiben oder man lässt die Leute mal auf die Nase fallen und sagt, so, jetzt schreibt ihr keine Tests und refactort und am Ende muss das irgendwie klappen oder so. Da gibt es sehr viele verschiedene Variationen. Zack. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, okay, diese ganze Spielerei ist ja irgendwie ganz toll, aber eigentlich lernt man nur, was soll man ein richtiges Projekt machen. Ich will irgendwas Wertvolles machen, ne? Gold. Was machen wir denn da? Gut, jetzt sind wir hier auf der FrostCon. Was liegt näher, als zu sagen, Open-Source-Projekte? Wo kann ich besser in Ruhe ordentlichen Code schreiben als in einem Open-Source-Projekt? Da ist kein Projektmanager hinter mir, im Idealfall, der irgendwie mit der Peitsche droht und sagt, hier komm, wir müssen hier fertig kriegen, der Kunde steht an der Tür und will was sehen. Ich kann einfach schönen Code schreiben, ich kann, ich kann Code schreiben, den andere Leute auch sehen können. Das heißt, es zwingt mich so ein bisschen auch dazu, sauber zu arbeiten. Ich kann natürlich auch Code von anderen Leuten sehen, aber das kommt dann gleich noch. Was auch ein Aspekt ist, an dem ich so ein bisschen vorübergegangen bin bis jetzt, ist Reputation. Das war zum Beispiel auch in diesem Software Craftsmanship Buch von Pete McGreen ein wichtiger Punkt für ihn. Wenn ich irgendwie ein Projekt starte, wie hole ich mir denn jemanden, der gut ist? Ich meine, so Lebenslauf. Also ich meine, Leute, die schon mal viele Lebensläufe gesehen haben, wissen, da steckt immer total viel drin. Dann trifft man die Person und denkt sich, mein Gott, der kann ja gar nichts. Das sind dann irgendwie Leute, die haben dann 14.000 Projekte da drin, die haben mit 73.000 Technologien gearbeitet und kennen keine davon, auch nur halb. Was er vorschlägt, ist halt im Prinzip so ein Reputationsmodell. Ich lasse mich von anderen Leuten vorschlagen, wenn ich irgendwie jemanden einstellen möchte, dann suche ich irgendwie zum Beispiel, gehe ich zum Norbert und sage, hör mal, Norbert, kennst du jemanden, der das und das kann? Und eventuell kennt er jemanden und sagt mir dann, ja, frag doch mal den und den. In dem Moment, wo er mir diesen Menschen vorschlägt, ist natürlich sein Name im Prinzip mit involviert. Weil wenn der scheiße ist, dann sage ich, Norbert, wen hast du mir denn da gegeben? Das geht ja gar nicht. Und darum geht es im Prinzip auch so ein bisschen Reputation aufbauen über Open Source Projekt ist eine sehr coole Sache. Ich meine, wie viele Leute sind schon in ein Projekt gekommen, weil sie irgendwie in einem ähnlichen oder im gleichen Projekt, was auch verwendet wurde, einfach Committer sind oder Initiatoren oder einfach nur sonst in der Community beteiligt. Weil man kennt sich damit aus, man kann gucken, was hat der gemacht. Kann der kommunizieren meistens? Es gibt irgendwie öffentliche Mailinglisten und so. Alles wichtige Aspekte, die man auch als Craftsman irgendwie können muss. Zack. Was natürlich auch noch nett ist, irgendwie fremden Code lesen. Mittlerweile GitHub, SourceForge, gibt genug Möglichkeiten, sehr, sehr viel fremden Code zu lesen. Guter Code ist zum Beispiel Spring oder sowas. Sehr, sehr guter Java-Code in der Regel. Und wenn er mal irgendwo schlecht ist, steht meistens dran, da müssen wir noch dran arbeiten. Insgesamt zum Beispiel, wenn man mal guten Java-Code lesen möchte, ist das Spring-Framework eine relativ gute Anlaufstelle zum Beispiel. Zack. Was auch nett ist, man kommt zu einem Projekt und sagt, yo, you need some test, yo. Und hilft den Leuten einfach mal, weil was ich so bis jetzt gesehen habe, die meisten Open-Source-Projekte haben irgendwie nicht so den Draht zu Tests gehabt, wenn es nicht gerade ein Perl-Projekt ist. Wenn man denen einfach mal ein paar Tests schreibt, dann freuen die sich meistens. Irgendwie, wenn es auf GitHub ist, dann macht man dann einen Commit,
in sein lokales Repo, macht da irgendwie einen Pull-Request und erstmal macht das nichts kaputt. Die Leute freuen sich, guck mal, da ist ein Test, müsste man nicht selber schreiben, ist ja auch gut, hoffentlich ist er gut geschrieben. Und man kann sich im Prinzip mit dem Projekt vertraut machen über das Schreiben von Tests. Man lernt selber, gute Tests zu schreiben im Idealfall, kriegt vielleicht auch ein bisschen Feedback vom Projekt und vielleicht, wenn man sich gut genug eingearbeitet hat, nimmt das Projekt einen vielleicht auch als Committer auf und man kann dann da direkt mitarbeiten und dann da sich so weiter nach vorne arbeiten. Refactoren von altem Code. Da gibt es dann so lustige Sachen wie U-Boot Cross System Lead Refactoring. Da schreiben die Leute im Bug-Report und sagen, hier muss mal einer was tun. Das ist zum Beispiel, wenn man da hinkommt und sagt, ja komm, ich probiere das mal. Refactoring kann ja manchmal auch erstmal relativ mechanisch sein, ohne dass man irgendwie viel weiß, was zu tun ist, je nachdem, was zu refactoren ist. Lustig fand ich Jenkins, also Hudson war es ja vorher, und dann wurde es irgendwie freigegeben und alle haben sich auf den Code gestürzt. Ja, Jenkins, muss ich unbedingt dran mitarbeiten. Da meinte einer, ja, das ist aber ziemlich fies, weil da gibt es irgendwie so eine Main-Klasse, die ist irgendwie Kilometer lang. Und da dachte ich, komm, das refactor ich mal. Hat nicht funktioniert, hat irgendwann aufgegeben. Also zum Beispiel Jenkins-Projekt, wenn man refactoren möchte, ich glaube, die brauchen immer noch sehr viel Hilfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das bis jetzt hingekriegt haben, das richtig sauber zu machen. Unbeliebtes Thema, Dokumentation. Ne? Wer hat nicht sowas schon mal gesehen? Das ist doch irgendwie viel schöner, da kann man doch viel mehr mit arbeiten. Das ist übrigens ein eigenes Ding von mir, das habe ich irgendwie so gehabt. Dachte ich, komm, sagst du was zur Dokumentation? Oh, das sieht aber blöd aus. Und dann wird direkt mal zwei Screenshots gemacht. Da freuen sich Projekte auch einen Ast ab, weil Dokumentation schreiben hat irgendwie keiner Bock zu. Und das ist auch was man irgendwie üben muss. Also ich meine, man kann Dokumentation schreiben, die sagt, irgendwie Sets, Config-Feed, das ist jetzt zum Beispiel fast ein schlechtes Beispiel, weil gut, das Ding ist jetzt langweilig. Oder es gibt dann so lustige Sachen wie Kommentare im Code, ist total wichtig, muss man machen. Dann steht da irgendwie Variable gleich Wert und dann steht da drüber ein Kommentar, setzt die Variable auf den Wert so und so. Danke! Schon wieder Bytes verbraten für nichts und wieder nichts. Auch da kann man natürlich sich gut Feedback einholen in einem Open-Source-Projekt, weil dieser Code natürlich auch von mehreren Leuten gelesen wird. Und wenn man da Blödsinn reingeschrieben hat, kriegt man vielleicht auch konstruktives Feedback. Vielleicht kriegt man auch kein konstruktives Feedback, sondern destruktives, aber vielleicht kann man da auch was draus lernen. Vielleicht möchte man einfach mal selber irgendwie was basteln und auf der grünen Wiese anfangen und sagen, komm, ich fange jetzt mal ein Projekt an, mit TDD zu machen. Von Anfang an. Hat da schon mal jemand auf der Firma versucht, so seinem Chef zu sagen, komm, ich fange jetzt mal das und das an, von Anfang an mit TDD? Und? Fand er gut? Nee, ne? Genau. Ich meine, klar, wenn man irgendwie mit TDD anfängt und noch nicht so irgendwie fit ist, dann dauert das länger. Vollkommen klar. Wenn man aber irgendwann richtig gut ist, das ist eigentlich relativ wurscht, weil das bisschen Zeit, was ich irgendwie für die Tests und fürs Refactoring brauche, spare ich hinten raus, weil ich nicht mehr überlegen muss, ich habe irgendwie eine gute Testabdeckung, solche Geschichten. Langfristig bringt das viel und da kann man auch einfach sagen, komm, dann, damit das irgendwie nicht im Sande verläuft, mache ich das Ding jetzt auf ein Source-Projekt, lege das irgendwo hin, andere Leute haben was davon. Man hat auch ein bisschen eine Motivation, auch weiterzumachen. Was ich halt immer habe, ist, irgendwann kommt der Spieltrieb durch und ich muss wieder ein Projekt anfangen, mach irgendwas, vielleicht auch mit TDD oder irgendwas anderem und dann irgendwann habe ich keinen Bock mehr und dann liegt das halt irgendwo bei mir im Verzeichnis rum. Könnte man weitermachen, muss man aber nicht. Wenn man das Ganze irgendwie hochgestellt hat, ist die Motivation viel größer weiterzumachen, weil vielleicht gibt es ja schon die ersten produktiven Sachen, die Leute können was damit tun und ich habe plötzlich User. Oh, scheiße. User, die wollen was von mir. Da ist die Motivation viel höher weiterzumachen. Und dann kommt man auch zu dem Punkt und sagt, jetzt ist das Projekt groß und ich mache immer noch mit TDD weiter. Und dann kommt erst das, wo man richtig was lernt. Sag mal, mit TDD starten, wenn ich drei Code-Cutters gemacht habe, kann ich die so kleinere Projekte aus dem Stand heraus mit TDD schreiben. Total easy. Wenn es größer wird, dann wird es lustig. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit dazu. So. Also, werde ein Softwerker. Ich habe das jetzt mal frei übersetzt. Lerne deine Tools, hatten wir gerade schon mehrfach. Verbessere deine Skills, lerne Leute kennen auf Events wie hier, organisiere irgendwas, mach Talks und der ganze Kram macht echt Spaß. Also diese Treffen finde ich immer extrem cool, auch hier so Konferenzen sind immer genial. Man trifft alte Bekannte, man lernt neue Leute kennen, man lernt neue Sachen kennen. Open Source hilft natürlich. Es gibt zum einen natürlich, kann man es benutzen, es gibt tonnenweise freie Tools, die ganzen XUnit-Dinger, ist alles Open Source. Die meisten IDEs sind mittlerweile Open Source, gut, IntelliJ jetzt gerade nicht, trotzdem gut.
Ich kann in Projekten mitarbeiten, die wirklich mal was machen, nicht nur Spielprojekte. Ich kann in der Community mich beteiligen, Social Skills ein bisschen erwerben, auch eine wichtige Sache für Softwareentwickler. Sollte man als potenzielles Kellerkind nicht immer außer Acht lassen. Ich kann viele Sachen ohne Druck ausprobieren und kann, wie gesagt, mir eine Reputation aufbauen. Finde ich eigentlich auch noch so mit eine der interessantesten Sachen, sag mal, wenn man irgendwo angestellt werden möchte. Wie gesagt, ich habe zum einen sehr viele Leute irgendwo mal kennengelernt, die Jobs darüber gekriegt haben, dass sie irgendwo drin waren. Sie hat halt irgendwie ein Projekt mitgeschrieben und so. Und ja, dann benutzt man das. Wen fragt man? Den Programmierer, ist doch klar. Sehr coole Sache. Ja, damit bin ich erstmal am Ende. Ich hoffe, ihr habt irgendwie so ein bisschen was zum Thema Software Craftsmanship gelernt. Da kann man mich irgendwie erreichen auf verschiedensten Kanälen. Die Logos und so sind natürlich alle gehörenden Rechteinhaber, damit nichts mehr zu tun. Bitte nicht verklagen. Ja, gibt es noch Fragen? Stille. Ich habe sie alle erschlagen. Gut. Das kann nur bedeuten, dass du dieses Thema erstmal allumfassend abgehandelt hast. Wenn ihr wirklich keine Fragen habt, dann bedanke ich mich bei Kurt. Und dann gerade gleich gibt es die Shutdown. Genau.